hast gerade geschrieben 1906, die heimliche Nationaloper von Dänemark von Carl Nielsen. Ein Stück vollgepackt mit Witz und mit Spannung und funkelnder Einfälle. Eine Opera buffa, eine komische Oper. Ja, warum geht es in Masquerade? Eigentlich geht es ein bisschen um den Generationskonflikt. Es hat mich beim ersten Schauen oder beim ersten Lesen ein bisschen an eine Louis de Funès-Komödie erinnert. Ein cholerischer Vater, der alles verbietet, der einen schon beinahe erwachsenen Jugendlichen einschließt zu Hause, der auch immer ein bisschen, ich will nicht sagen handgreiflich wird, aber doch, der schon ein bisschen cholerisch reagiert. Was gibt es gleich mit Teilen, dass es hält auf den vielen alten Zeiten, gleich den starken und besiedeln, Licht mit Wohnen und den Beten. Ja, dieses Stück, ich kannte es nicht. Es war für mich auch komplett neu. Das ist eher ungewöhnlich, dass man ein Stück überhaupt noch nicht kennt, weil man ja viel im Theater schon gearbeitet hat und viele Stücke auch bearbeitet hat, manche 4-5 Mal. Also dieses komplett neu. Es ist ein heiteres Stück. Wir sollten viel Freude dran haben. Also ich hatte beim Produzieren jedenfalls riesig Freude. Habe auch viel mit Farbe gearbeitet und mit luftigen Materialien. Und ich merke auch, dass die ganze Werkstatt, die ja jetzt auch in der Pandemie auch viel graue Dinge hergestellt hat, sehr viel Düsteres und Dunkles, dass die auch alle wie elixiert waren. Und das war eigentlich eine ganz schöne Erfahrung. Es erwarten Sie musikalische Witze, Witze auf der Szene, ironische Einsprengsel, viel Tempo, viel Ensemble auch. Eine ganz spritzige Musik, eine leichte Musik, eine Musik, die perlt wie Champagner, ganz im Stile von Rossini.